Dann starten wir. So, ich habe Ihnen doch versprochen, in 2-3 Minuten Ihnen zu sagen, wie wir also nicht nur die Klimaziele von Fridays for Future, Kohlestopp 26 und so weiter, voll finanziert und ohne Belastung der anderen Bürger sozusagen hinkriegen können, sondern was eigentlich das Grundproblem der Menschheit ist. Die größte Entdeckung der letzten Jahre ist die sogenannte memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Das Wort Mem könnte Ihnen fremd sein. Ja, Mem kommt von Memory, ist ein Kunstwort, bedeutet verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Alles, was Sie im Kopf haben, sind Meme. Alles, was Sie denken, wie Sie die Zukunft einschätzen, das sind alles Meme, ja. Und das bedeutet, dass man jetzt mehr untersucht hat, wie ist denn die Evolution, wie sind denn die Meme verlaufen. Und dann hat man erstmal festgestellt, dass unser heutiges System, das wir ja so Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft schimpfen, dass das vor 400.000 Jahren schon begonnen hat, also viel älter ist, als wir dachten, weil dort nämlich die erste Tauschhandlung stattfand zu Zeiten des späten Homo erectus, also unserer Urgroßmütter und Väter. Und da entstand gleich in der ersten Tauschhandlung, aus der Tauschhandlung, die war noch unproblematisch, danach entstand aber irgendwann ganz schnell der erste Tauschhändler, der also ein Geschäft, seinen Lebensunterhalt verdienen wollte mit Tausch, mit der neuen Erfindung Tausch, die es ja sonst so im Tierreich so in dieser Form nicht gibt, jedenfalls nicht als Tauschhandel, nicht als Haupterwerbszweig sozusagen. Und da passierte etwas ganz Merkwürdiges. Und das ist diese memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Das zum Beispiel, mach mal zwei Beispiele nur. Ein Waffen, der erste Stein, der Händler hat ein paar Steinäxte dabei. Und jetzt erzählt er zufällig Mutation und Selektion. Wir wissen, dass alles variiert in der Welt. Er erzählt eine spinnerte Geschichte, die nicht real ist, denn die Menschen haben zu dieser Zeit keine Kriege mehr gemacht. Ja, es gab mit Nachbargruppen keine Konflikte mehr. Jetzt verkauft er Steinäxte so. Und jetzt erzählt er zufällig eine Geschichte, die erfunden ist, dass angeblich eine Gruppe 100 Kilometer weiter die andere nachts totgeschlagen hätte. Was entsteht in den Köpfen seiner Zuhörer, wenn er das ganz dramatisch erzählt? Damals war die Kunst des Märchenerzählens erfunden worden gerade. Ja. Das schürt Angst auf jeden Fall, die unbegründet ist dann vielleicht in dem Moment, aber die wollen dann natürlich auch sich verteidigen können mit Äxten und ja. Dann kaufen sie die Äxte und später kommen sie vielleicht irgendwann durch noch mehrere solche Geschichten, weil der Händler wird ja nicht aufhören, die Geschichte zu erzählen, wenn er am nächsten Morgen dann 20 Steinäxte verkauft hat. Dann never change a winning system oder so, ja. Oder change a winning team. Und dann wird er immer weitermachen so. Und irgendwann werden die Leute vielleicht sagen, ja, lass uns doch mal einen Präventivkrieg machen. Lass uns die Nachbargruppe jetzt schon mal totschlagen. Und dann kommt es tatsächlich zum ersten Krieg. Das hat aber übrigens lange gedauert, bis es endlich dazu kam. Die Händler waren ganz verzweifelt. Es hat nämlich dann noch ein paar hunderttausend Jahre gedauert, bis diese Geschichten tatsächlich zum ersten richtigen Krieg dann wieder führten. Ja? Aber Sie sehen schon, welche Gefahr darin steckt, gleich im Tauschhandel. Gell? Können Sie jetzt deutlicher erkennen als vorher? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das sind ja einfache Sachen, über die man sich halt, die für uns jetzt so normal sind, aber oft fragt man ja gar nicht, wo kommt das überhaupt her oder warum machen wir das? Deswegen ist die Evolutionsbiologie so wichtig für heute, für die Rettung der Welt, weil man dort versteht, hoppla, das entstand da ganz und war ganz primitiv und war dort schon ruinös. Ja? Weil jetzt ist es ja so, dass der eine Händler nach dem anderen Händler wirklich nach und nach die Überzeugung gewinnt, dass der Mensch halt kriegerisch ist. Er erzählt ja auch ständig solche erstmal erfundenen Geschichten, aber später gibt es ja dann die ersten Kriege und dann scheint das ja das zu bestätigen. Und jetzt erzählt er immer wieder dieses Meme von der Mensch ist kriegerisch, ihr braucht Waffen, ihr müsst euch verteidigen und ihr müsst auch mal angreifen. Viele Amerikaner glauben wirklich, dass Krieg zur Natur des Menschen gehört und dann muss man auch mal zuschlagen und mal angreifen und so weiter. Und dass also immer, je mehr diese Meme sich angehäuft haben im Mempool, man spricht von Genpool bei den Genen, im Mempool immer mehr dieser Irrtumsmeme angehäuft haben, desto mehr Profit und desto mehr Kriege wurden
angestiftet, auch durch Waffenkonzerne. Und dann sozusagen, und niemand ist sich einer Schuld bewusst, weil ja alle diese Irrtumsmeme glauben. Und können Sie jetzt erahnen, dass das ganze System gefährlich ist und lebensgefährlich und mörderisch ist, allein nur anhand dieses Beispiels? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das sieht man aber auch. Und ich glaube, dass besonders jüngere Generationen halt eben versuchen, da auch was zu ändern und nicht immer den Weg weiterzugehen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Aber Sie stimmen mir bestimmt zu, dass viele konservative Wissenschaftler bis jetzt dachten, unser System sei gut. Ja? Also, ja. Und jetzt deckt plötzlich Naturwissenschaft auf, nein, dieses System ist das schlechtestmögliche von allen. Ja. Das ist also schon jetzt zweites Beispiel. Der Händler bringt auch Lebensmittel und irgendwann bringt er auch die Vorläufer der ersten Süßwaren. Und wir wissen, dass Süßwaren krank machen, Zähne kaputt machen und so weiter, alles kaputt machen, ja, im Körper. Zucker macht alles kaputt im Körper, wissen wir heute. Aber jetzt hat er die Idee, das Meme, dass diese Zuckersachen genauso gesund seien wie süße, herrliche Früchte, die direkt vom Baum fallen und die wirklich gut sind für uns, obwohl sie süß sind. Ja? Aber dass die Süßwaren, die künstlichen, genau das Gegenteil an Wirkung haben, nämlich krank machen, das versteht er nicht, sondern er denkt, seine Ware wäre gut. Und jetzt erzählt er entsprechende Dinge und so weiter. Und was macht die Mutter, das Kind und die Mutter? Ja? Also die Mutter will ja eigentlich ihr Kind gesund ernähren, aber jetzt kommt dieser verführerische Händler mit all seinem Werbung, mit seiner Werbung und allem. Ja? Und irgendwann gibt die Mutter doch den Vorläufer des Nutellas an das Kind, weil sie denkt, das macht es kräftig und stark und so weiter. Macht aus ihm großen Fußballer in der heutigen Werbung. Können Sie sich vorstellen, was dann passiert? Der Händler, jetzt haben wir wieder mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Der Händler, der dieses Meme glaubt, macht mehr Umsatz als alle anderen Händler. Ja? Weil die Leute Süßigkeiten süchtig werden. Ja? Sie kennen das, Konsumsucht. Ja, klar. Sie, gell? Und dann entsteht eine Evolution, wo immer mehr die Überzeugung reift, dass süße Säfte auch plötzlich gesund seien, obwohl wir wissen, dass alles, was flüssig ist und süß ist, über einen Smoothie, wenn Sie einen süßen Smoothie machen, riskieren Sie Ihre Gesundheit, weiß man mittlerweile. Ganz neue Entdeckung. Ja? Also alles, was süß und nicht Frucht ist und Sie nicht reinbeißen und kauen, macht Sie krank. Alles. Grundsätzlich. Es ist mittlerweile entdeckt, also erforscht. Ja? Also das heißt, dass dann der Händler nach und nach ein Irrtumsmeme an das andere addiert, von Generation zu Generation über Jahrhunderttausende. Und sowas Ähnliches geschieht dann auch beim Schamanen, der dann zum Beispiel der Überzeugung ist, dass Zucker nicht krank macht. Ein Zahnarzt hat mir das mal ins Gesicht gesagt, Zucker ist doch ein kerngesundes Lebensmittel. Weil er davon verdient, an dem Karies natürlich. Und deswegen, und so häufen sich dann Irrtümer an. Und jetzt passen Sie auf, jetzt könnte man in der Medizin denken, dass diese Irrtumsmeme, die sich über Generationen multipliziert, also addiert haben, dass sie doch gekontert werden könnten durch die Kunst der Studie, der Untersuchung. Haben Sie schon mal gehört über Wissenschaftsbetrug, über Datenfälschung, Studien im Auftrag der Pharmaindustrie und so weiter? Also wie sicher finden Sie, wenn Sie sich daran erinnern, Studien als Korrektiv einer solchen Evolution? Ich glaube, Studien nicht so sicher, also je nachdem, wer sie erhebt. Aber eigentlich, glaube ich, finde ich es spannender zu hören, was Wissenschaftler direkt aus einem bestimmten Bereich direkt erzählen. Ja, ja. Genau, eine Studie ist eigentlich nur sowas wie ein Verstärker. Ich selbst bin Spezialist für wissenschaftliche Methodenlehre gewesen, ja, an der Uni und so weiter. Es ist so, dass eine Studie eigentlich oft nur das verstärkt, was der Forscher denkt oder der Auftraggeber gedenkt, der finanzielle Auftraggeber will. Oder manchmal werden die Daten auch direkt gefälscht und zwar viel häufiger, als wir alle denken. Ja? Und so haben wir damit eigentlich einen unheimlich unsicheren Faktor. Während das, was ich Ihnen erzählt habe, war eine naturgesetzliche Beweisführung. Wir haben so die großen Naturgesetze, Gravitation, dass der Regen fällt immer von oben nach unten, es sei denn, der Wind weht ihn zur Seite. Ja? Und genauso Naturgesetz, Mutation und Selektion. Die Dinge mutieren und die Selektion greift an bei denen. Und die Dinge überleben, die dem jeweiligen Trend
Träger eines Memes Futter bringen oder eines Genes Futter bringen und ihn damit sich vergrößern und vermehren lassen. Das sind Naturgesetze und das sind echte Beweise. Studien, ich selbst habe damals Medizinstudien mal untersucht, als Student noch. Und habe dann als Psychologiestudent feststellen müssen, keine dieser Studien hatte nur irgendeinen Realitätsbezug. Wenn man da ein bisschen methodenkritisch rangegangen ist, waren das alles nur Propagandastudien. Da war gar keine Wahrheit drin. Ne? Und so, und das macht alles so gefährlich. Deswegen sagen wir heute, dass wir den Arzt endlich bezahlen müssen, je gesünder wir uns entwickeln. Und den Lebensmittelhändler gleich mit. Wir müssen die beide als Teil des neuen Gesundheitssystems verstehen, in dem beide dann am meisten Geld kriegen, wenn ich nie krank werde. Ja? Verstehen Sie damit das Interesse an diesen Memen, die uns alle belügen? Am Ende sind es Werbememe, die uns alle belügen. Und die nicht korrigiert werden konnten durch die sogenannte evidenzbasierte Medizin. Wie hat die letztens einer genannt? Eminenzblasierte Medizin, weil es dort Eminenzen in der Medizin gibt, die bestimmte Studienergebnisse schon fast vordenken und die soll dann auch der junge Forscher bringen, diese Studienergebnisse. Also eminenzblasierte Medizin ist der richtige Name dafür, den ein Wissenschaftler dafür verwendet hat. Und können Sie jetzt ahnen, dass das alte System einfach brandgefährlich ist, so wie es jetzt ist, durch diese neue memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik? Ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist ja auch viel, was viele Menschen heutzutage spüren, dass was geändert werden muss eben und das, was nicht gut läuft. So, und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Was halten Sie von Sozialismus und Revolution? Das ist im Moment ganz groß bei Fridays for Future Thema. Heute Abend ist bei Aufbäumen eine Veranstaltung über Enteignung und Vergesellschaftung. Morgen ist eine Veranstaltung bei Students for Future. Ich hoffe, dass ich dort als Redner geladen werde bei beiden Veranstaltungen. Aber die sind so, und jetzt haben wir ein Problem. Haben Sie selbst schon mal Probleme im sozialistischen Modell oder im selbst gesehen? Ich habe mich damit jetzt noch nicht so super im Detail auseinandergesetzt. Ich glaube aber, in jedem System gibt es irgendwo Ecken und Kanten, weil es eben ein System ist, das Regeln auferlegt oder das nach bestimmten Prinzipien funktionieren soll. Ja, dann gehen wir doch mal auf den Kernpunkt. Wir konzentrieren alles nur auf den Kernpunkt. Es gibt tausend Argumente, warum Sozialismus ein bisschen schwierig ist, der Leistungsanreiz fehlt und. Also viele Gründe. Aber gehen wir auf den Kernpunkt ein. Die modernsten Kritiker sagen, ja, wir haben ja den Sozialismus noch nie gehabt, also war das, was früher war, war ja kein Sozialismus, also gilt das nicht. Ja? Jetzt ist aber die Schlüsselargumentation dagegen, wissenschaftlich ist mittlerweile die, wenn ein Mensch heute in Deutschland demokratiemäßig sagt, ich habe so viel diktatorische Mentalität, dass ich sage, ich will dem Rest der Gesellschaft vorschreiben, was gut für sie ist, nämlich die Revolution. Und dann macht er die Revolution, dann enteignet er tatsächlich RWE und all die anderen Firmen und die ganzen Aktionäre werden enteignet und so weiter. Dann ist die Frage, schafft es ein Mensch, der sich so aggressiv durchgesetzt hat, vielleicht mit großer Gewalt durchsetzen musste in diesen Revolutionswirren, schafft er das dann noch, den ganzen Besitz wieder abzugeben an die Menschen, an die Bevölkerung und dann echte Demokratie einzuführen, seine Macht, seine diktatorische Macht, wo er doch so gerne den anderen Menschen vorschreibt, wie sie zu denken haben und was sie, wie der Weg lang gehen soll, wird er das nochmal wieder abgeben? Und da ist immer am Ende jede Form bisher gescheitert und auch die zukünftige, der Sozialismus nicht da war, lag immer an dem Punkt, dass die Leute dann Schwierigkeiten hatten, anders zu werden von der Persönlichkeit her, nämlich weniger diktatorisch. Leuchtet Ihnen das ein, dass das dann nicht ganz der ideale Weg vielleicht ist? Ja, das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Ich glaube aber trotzdem, dass eine Revolution ja auch anders aussehen kann. Die kann ja auch von der Masse entstehen und nicht quasi nicht nur von wenigen. Also Beispiel DDR, ja, aber da ist es halt wieder ganz anders. Da war ja so eine Art Sozialismus, ne, so abgewirtschaftet, dass selbst die Leitungen nicht mehr dran glaubten und deswegen nicht geschossen haben. Ein paar Jahrzehnte vorher haben die noch geschossen.
Das, und einer hat gerade eben im Fernsehen noch gesagt, im YouTube-Fernsehen noch gesagt, dass er dachte, jetzt wird geschossen. Ja? Aber er hat unterschätzt, dass das System so marode war, dass sogar die Bosse nicht mehr wollten. Ja? Aber wie stellen Sie sich sonst eine Revolution vor in Deutschland? Denken Sie, dass die Großaktionäre und die ganzen Großkonzerne ohne Waffengewalt einer Revolution zustimmen werden? Nee, das glaube ich eben nicht. Deswegen glaube ich ja, also es könnte nur theoretisch funktionieren, wenn alle daran teilhaben, dass das aber nicht so ist, das sehe ich auch. Ja. Und deswegen machen wir jetzt zum Schluss des Interviews einfach nochmal klar, dass es ein das, was die Professoren vorschlagen, ist ein Fast-Kommunismus, Fast-Sozialismus mit ein bisschen Markt, ein bisschen Wettbewerb, aber total menschenfreundlich, Lebensqualität steigern, Gesundheit steigern. Also müssen Sie sich mal vorstellen, der Arzt kriegt nur noch Geld, wenn ich gesund bleibe. Was macht er automatisch? Erstmal muss er keinen Papierkram mehr machen und hat den halben Tag frei. Und was macht er in der Freizeit? Er geht hin und macht, um seine Praxis entsteht ein Gesundheitsclub. Gesunde Ernährung, vegane Ernährung, Kurse, gemeinsames Einkaufen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, Tanzkurse, ein Sozialtreff, alles entsteht, eine Gemeinde, eine Art Kommunismus entsteht rund um die Hausärzte, weil dort wieder Lebensqualität, Gesundheit gelehrt wird, Langlebigkeit gelehrt wird, weil der Arzt dann am meisten Geld verdient neuerdings. Nicht durch Verschreiben von Tabletten verdient er am meisten, sondern jetzt durch Gesundheit. Dann entsteht eine völlig neue Sozialität, eine Kultur, aus der heraus dann ganz neue Dynamiken entstehen. Die Großkonzerne, die Lebensmittelhändler kriegen nur noch viel Geld, wenn sie die Böden entgiften, und die Pharmakonzerne entgiften dann die Böden. Und was man dann noch macht, ist, um die Widerstände aufzufangen, hält man die Dividenden der Aktionäre der Pharmakonzerne zum Beispiel konstant und hilft ihnen über diesen Wandel zum Gesundheitsförderungskonzern hinweg. Ja, was die dann machen, wird der Markt zeigen, dass die vielleicht super reife Früchte liefern, die kerngesund sind, Ursorten wird. Also was dann ein Pharmakonzern an Gesundheitsförderung macht, das bleibt ihm überlassen. Aber wir helfen den Aktionären, dass sie nicht abstürzen. Dadurch gibt es keinen Widerstand, dadurch gibt es keinen Krieg, keinen Bürgerkrieg, und wir kriegen fast das Gleiche. Das Einzige, was wir nicht kriegen, dass wir den Leuten komplett enteignen. Wir machen die Schere zwischen Arm und Reich zu, aber nicht völlig. Also der Sozialist will ja die Schere zwischen Arm und Reich, der will gleiches Gehalt für jeden, egal ob er sich anstrengt oder nicht anstrengt. Das sehen Wissenschaftler ein bisschen kritisch, da könnte ein Problem sein. Also machen wir die Schere nur so zu, das heißt, die reichen Menschen werden irgendwann ihren Reichtum in diese Gruppen, in denen sie dann ja auch leben wollen, Lebensqualität, ja, wenn dort die Leute glücklich sind, zufrieden, dann will man da mitleben, und dann fließt das ganze Geld dort auch wieder rein, verteilt sich auf die Gesamtbevölkerung, und dann sind wir weg von dieser Welt der Superreichen und der Superarmen. Was halten Sie von diesem revolutionären Reformmodell gegenüber Revolution? Es klingt auf jeden Fall interessant. Also ich habe da jetzt im Detail ja noch nicht länger drüber nachgedacht, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Man sollte also darüber doch einfach mal kontrovers talken. Ne? Deswegen letzte Frage. Stellen Sie sich vor, jetzt wäre hier Greta Thunberg. Sie würde also sagen, lasst uns doch mal weltweit in jeder Talkshow über die, wir bleiben natürlich getrennt von den Scientists for Future 2, aber lasst uns doch mal über deren drittes System, das heißt übrigens drittes Gesellschaftssystem, Kommunismus, Kapitalismus, drittes System. Ja? Lasst uns darüber doch einfach mal kontrovers talken in der ganzen Welt, in jeder Talkshow. Und dann werden wir ja sehen, ob es gut befunden wird oder nicht. Ne? Und so sagen Sie ruhig mal den Fridays for Future Köln, die schauen meistens diese Videos, einen schönen Gruß, ob sie es sinnvoll halten, darüber zu talken oder, ja, genau. Ja, schönen Gruß an die Fridays for Future Bewegung, und es wäre doch mal ein interessantes Thema, da näher drüber zu reden. Alles klar.